So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Hier sind wir wieder. Hier ist wieder euer Legolas. Okay, lalala. Wir haben noch ein paar Zäunlein übrig. Die könnten wir noch irgendwo platzieren oder auch nicht. So, das ist unser Bricklein hier. So, jetzt will ich doch mal unser Bötlein holen und mal gucken, ob das Bötlein unter das Bricklein passt. Also das ist hier bei unserem Möchtegern-Pier hier. Warte mal, was ist denn da los? Da ist doch was. Moment. Was sehe ich da? Da stimmt doch was nicht. Ja gut, erstens, dass hier Lehm ist. Aber habe ich das nicht ordentlich hier fertig gebaut? Ich Schatzkeks. Dann holen wir das jetzt hier erfolgreich nach. Warte mal. So, da graben wir jetzt hier unsere paar Zaunstücke noch ein. Gut, hier gibt es Lehm. Den Lehm, den holen wir uns hier einfach jetzt, wenn er schon da ist. So. Gut, Kies gibt es natürlich auch. So, aber jetzt haben wir hier kein Wasserproblem gemacht, oder? Dass hier jetzt irgendwas komisches. Nee, ne. Ein Zäunlein hätten wir noch übrig. Komm, das vergraben wir auch noch geschwind hier. Machen wir es einfach noch ein bisschen weiter unten hin runter hier. So. Gut, man weiß halt, wie tief das hier steckt. Das Boot hat sich hier so ein bisschen verkeilt, wenn man so will. So, warte mal. Also. Früher war das Boot ja total schnell kaputt hier, wenn man irgendwo angeeckt ist. Jetzt gucken wir mal. Mist, aber normalerweise klappen hier. Jawohl, klappt wunderbar. Kann ich das eigentlich auch aus der anderen Perspektive sehen? Wie war denn das nochmal, die Perspektive hier so? Ja, der rudernde Ritter, wenn man so will. Ja, man hätte sogar nur eins hoch machen können. Das wäre auch gegangen. Ja, man sitzt auch richtig schön im Boot drin. Also, ich glaube, früher war das so, da haben die Beine irgendwie unten aus dem Boot rausgeguckt. So, von vorne hier. Hehehe. Kann man rückwärts rudern? Ne, kann man nicht. Aber interessant, wenn man dreht hier, das ist fast so die Ruder, wie als wären die an den Armen hier. Also die Ader sind, die Arme sind praktisch die Ruder. So, okay. Sehr schön doch, Leute. Das gefällt mir. Kann man sehr Zeit mit Bötchen durchrutschen hier, wenn wir wollen. Dann guckt euch den ganzen Lehm hier noch an, wenn der versteckt ist. Ich habe damals einfach nicht gesehen. Die Story, die muss ich immer wieder erwähnen. Und es ist echt schade, dass man das Boot nicht irgendwie festbinden könnte. Das haben wir ja schon mal versucht. So, wie geht es wieder hier? Schiff zum Verlassen, jawohl. So, das ist hier unser Pier. Ist ein bisschen ähnlich gebaut wie die Brücke, aber ja. Ach. Es ist. Es ist halt, ja, ich habe es hier freigelassen. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich das nicht auch noch zumachen soll, aber nee, machen wir nicht. Ich habe Hunger, ich muss was essen. Deswegen kann ich nicht rennen. Bei drei Keulen, da reicht es einfach nicht mehr zum Rennen. So. Ja, der kleine Pool hier, den machen wir jetzt hier noch ein bisschen. Ich muss es. Weiß nicht, ich muss hier dazu ein bisschen rumgraben. Dass es jetzt so poolmäßig aussieht, weißt? Weißt du schon? Weißt du genau, ne? So. Gut, unser schönes Brickle. Doch, echt, das ist mir wirklich gut gelungen. Da können wir jetzt natürlich auch Fackeln draufstellen.
Oder ich überlege mir was mit Glowstone. Müssen wir mal überlegen, ob wir das machen. Dass wir so Laternen am Rand von den Weg hinstellen. Mit so Glowstone. Das ist ja lustig, es wächst ja durch, ja. Ich mach das hier mal weg. So ein Abstieg hier. Dumm, dumm, dumm. So. Das sieht einfach komisch aus hier, dieser komische Block hier. Gestaltungstechnisch müssen wir hier noch ein bisschen was machen vielleicht. Sieht ein bisschen aus, wie als würde es jetzt in der U-Bahn runtergehen, ne? Da müssen wir auch noch ein bisschen was abreißen, da brauchen wir was Schaufel, das kommt alles mal noch irgendwann. Zack. La 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 da 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 da. Block by Block, ich setze einen Block. La la la. So, ja gut, das ist dann so hier. Okay, dann gehen wir wieder in unseren Turm rein, würde ich sagen, und bauen da dran weiter. So, was brauchen wir da alles? Da brauchen wir jetzt keine Erde hier mehr. Halt, blüpp. Blüpp, blüpp, blüpp. Blüpp, blüpp. Da brauchen wir hier den Beton. Die Stufen brauchen wir. Ich weiß jetzt gerade weiß, aber die Scheiben brauchen wir auch. Warte mal, wir nehmen erstmal die eingefangenen hier. Klettern wir erstmal hoch. So. Ja, ihr könnt natürlich auch mal noch so sagen, wie euch das mit den Glasscheiben jetzt hier gefällt. Ob man das so lassen soll oder ob man die Einstellung doch wieder ändern soll hier im Optifine. Ich habe gar nicht mal gewusst, dass das da geht im Optifine. Aber naja, es ist auch eine Gewöhnungssache so ein bisschen. Ich meine, es ist ein bisschen schwieriger jetzt hier zu erkennen, wo das Glas anfängt, wo es aufhört. Zum Beispiel, wenn so ein Strich hier bloß ist und mit so einem Viereck da oben, dann ja. Guckst du das von her, was ist denn das? Und ja. So, einer geht noch, ne? Einer müsste noch gehen. Ja. So, und hier und hier und ja, fertig. Gut, dann können wir hier noch einmal aufsetzen hier. Klar, ich könnte mich da jetzt oben drauf stellen, noch in die Höhe bauen und dann irgendwann bin ich oben und komme immer runter, ne? So, da wird es auch schon langsam dunkel. Die Sonne wird gleich untergehen. Bisschen Abendrot. Ja, ein Block, da kommen wir weit mit. Ja, plupp. Ja, die Brücke von hier, das sieht echt schon aus. Ja gut, der Kasten da, das ist halt noch so ein bisschen das Unschöne, muss ich sagen. Ja, ich bin, wie gesagt, da vielleicht auch bestrebt, das Ding wieder abzureißen, weil diese Monsterfalle gar nicht funktioniert und die verschandeln uns da eigentlich alles. So, bevor ich mich jetzt hier verquassel und fast falsch baue, mal Concentration ein bisschen hier. So. Lala, lalala, lala, lalala, lalala. Es wird finster. Hat er oben auf dem Turm interessiert uns das eigentlich wenig. Solange wir hier drunter stürzen. Sei wieder kein Fenster eingebaut, ich Trollo. Die Sonne ist noch nicht ganz unten. Die geht jetzt hier gerade im Meer unter sozusagen. So, bevor wir jetzt wieder rummachen hier. Der Block ist jetzt nach unten gesegelt, ne? Kann das sein? Ich weiß es gar nicht, ich sehe den da unten nicht. So, Glasscheiben. Jawohl. Dann machen wir hier wieder treppchenweise weiter. So, das war richtig. Die hier hin. Die nächste ist
ist da eins höher, ne? Die müsste hier sein. Dann kommt die Stufe, die ist ganz oben. Da ist eh dann wieder hier so eine Etage hier und weiter geht's gerade nicht. Ja, dann wäre hier wieder Glas. So. Ja, hier sieht jetzt einfach nur so ein Glasstrich hier, so ein Stab. Ansonsten sieht er gar nichts. Hier ein bisschen Kolben verlängern. Also der Turm, der ist schon sehr aufwendig. Also ja, den kann ich jetzt einfach mal so eben hergeklatschen hier. Wenn sicher wäre jetzt aus Wolle gebaut, dann könnte ich die Fenster nachträglich besser reinbauen. So, das Glas ist leer. Wir haben noch welche. So. Kann man hier den Trockenbeton nachkippen. Das ist kein richtiger Beton eigentlich ist. Der bleibt irgendwie so bröselig wie Sand. Das ist auch eigentlich trotzdem auch immer noch komisch, weil ich habe wirklich damit gerechnet, dass der fest ist. Und nicht einfach sich so einfach abfüllen lässt hier wie Sand hier. Klar, der hört sich jetzt auch an wie Sand. Aber warum nicht? Wir können das trotzdem mit dem Zeug bauen hier. So. Noch ein Ring. Dann kommt wieder die Rote dran. Zack. Das ist echt jetzt hier, wo sind wir denn an welcher Höhe? 107. Und wie weit hoch geht's? Ich weiß es gar nicht. Wollen wir wirklich hier bis in den Himmel oder so? Da kommen die Wolken. So, da haben wir noch vier Bröckchen. Die können wir auch gerade noch verlegen. Geschwind hier, bevor wir einen neuen Stack anfangen. Immer erst mal das alte aufbrauchen und dann das neue. Das war das. Jetzt haben wir hier wieder rot. Nachträglich einfärben geht ja leider nicht von dem Zeug, glaube ich. Habe ich schon probiert? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist schon wieder eine Weile her. So, dam. Das war nix. Aber so weit hoch sollte ich jetzt nochmal bauen, sonst macht sie da Autsch. Wir machen hier weiter mit unserem Holzboden. Der kommt hier hin. Der Klotz kommt hier hoch. Was ist jetzt das? Habe ich das schon immer so? Was ich da. Ja, gut, da kann ich. Ja, aber das ist nicht so schlimm, dass ich jetzt hier durchgucken kann. Nee, aber es ist schon richtig so. Fackeln müssen in dem Turm ja vielleicht auch noch rein. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ja, die Lava müsste eigentlich genug Beleuchtung machen, dass es reicht, oder? So, dann machen wir. Die Stufe hier, das ist hier schon die Etage wieder hier. Können wir gleich durchziehen und da ist der Glas, können wir zu wenig. So, dann geht es hier wieder weiter. Glas. Da muss ich mal irgendwann noch einen Eimer Lava besorgen, den wir dann oben reinkippen. Es wird eine große Lavalampe sozusagen mit richtiger Lava. So. Hier und hier und hier, jawohl. Jetzt können wir da unsere Stufen weitersetzen. Hier eine und da eine. Ja. So und in dieser Reihenfolge. Und da kommt jetzt hier eine Stufe. Die nächste Stufe ist wieder ganz hier oben. Jawohl, da kommt dann das. Da ist der Planende hier. Sehr schön. Jetzt kommt natürlich wieder Glas. Das wechselt sich jetzt einfach immer so weiter ab, ja. So. Sieht irgendwie lustig aus, ja, wie da die Wolken durchziehen. Müsste ja mal wieder passieren, dass wir jetzt da wieder innen reinbauen. Hab den Rand hier halt immer zu treffen, das ist nicht immer ganz easy. Deswegen geht es ja auch nicht so schnell der Bau hier voran. So. Jetzt können wir doch hier auch schon mal wieder die Stufe setzen.
Warte mal, auf welcher Höhe ist denn das hier? Da, doch, das war richtig. Den nächsten hier, ja. So. Mehr geht gerade nicht, da muss ich jetzt wieder rot legen. Aber wir haben nichts mehr Rotes jetzt. Fertig. Habe ich den anderen Block eigentlich schon wieder mitgenommen? Oder liegt der irgendwo? Nee, den habe ich mitgenommen. Dann ist ja alles Paletti. So, Rot muss hier auch noch weitergeführt werden. Wir haben auch noch ein bisschen Weiß. Da kommt ja wieder Weiß dran. Ja, natürlich, jetzt habe ich wieder übersehen, dass hier natürlich schon wieder eine Glasscheibe reinkommen würde. So, jetzt habe ich einen roten Block. Ja, das ist aber sehr viel natürlich. So, blub. Da kommt die Sonne auch schon wieder. Den roten Block. Den kann man jetzt hier auch noch versetzen hier. Zack. Wieder weiß oben drüber. Dann können wir eigentlich den Boden auch schon wieder weiterbauen. Der müsste hier hin. Der nächste wieder eins drüber. So. Ja, da kommt jetzt natürlich wieder so eine Etage. Ja, das bringt mir aber jetzt gerade wieder nichts. Ich kann ihn nicht weiterbauen. Oh, ja, hier muss ja auch noch ein Fenster rein. Ja. Zack und zack. Jetzt habe ich wieder einen roten Block übrig. So und lala, hier zwei. Ja, hier können wir schon weiterbauen. Moment mal, falsch. Eins, zwei, drei. Und da oben ist. Was baue ich denn da schon auf den Käse? Und das Loch hier ist genial. Ja, dieses. Mit dieser Tiefe dann da drin. So. Das war natürlich wieder mal falsch. So, mal anders hinsetzen kurz. Deswegen hat es hier kurz geknarzt. Mein Stuhl knarzt ein bisschen, aber naja. Was soll's? Er ist auch schon alt, von daher. Alt und bequem, sagen wir mal so. Warum soll ich mir dann einen neuen kaufen, wenn der Stuhl noch bequem ist? Nur weil er knarzt? Nö. Sehe ich eigentlich nicht ein. So. Natürlich, da kommt wieder Glas hin. So, ein Block käme hier noch, aber ja, das geht jetzt gerade nicht. Ja, der ist jetzt nach unten gesegelt. Ja, da ist er nach unten geflogen. Gleich mal die Scheibe hier einbauen, sozusagen. Ja, mehr geht jetzt nicht hier. Jetzt fahren wir erst wieder rot. Und dann geht's weiter. Was ist mit der Karte los? War gerade alles schwarz außenrum. Ja, also es ist schon rund, also ein bisschen pixelig, aber es ist rund. So, den Block wieder eingesackt. So, ich kann mir aber jetzt gerade nichts mehr herstellen, ne? Also ich kann ja jetzt nicht hier den hier einfärben, das geht nicht. Den Trockenbeton einfach mal einfärben.
Doch, ein bisschen Sand habe ich, aber Kies, ja. Kies reicht nicht aus. Ja, Trockenbeton muss man aus den Rohstoffen herstellen. Nachträglich färben geht nicht. So, jetzt können wir ja wieder mal zurücklaufen hier. Lalalala. Und hier wollen wir irgendwann vielleicht mal noch eine Zugstrecke bauen. Schauen wir mal. Ich meine, man könnte das auch so machen, dass man jetzt hier seitlich da, wo die Fackeln hängen, dass man da noch so rausgräbt und so zwei hoch praktisch hier rausgräbt. Und dann hat man so eine Art U-Bahn-Schacht, was man so will. Aber, naja, wenn man das nicht groß hier jetzt ändern, das müsste man die ganzen Fackeln wieder abreißen und neu platzieren. Das muss nicht unbedingt sein. So. River. Planes. Airplanes. So, hier sind wir in unserem Keller angekommen. Da sind wir auch gleich richtig. Wir wollen hier Zeug mitnehmen. Erstmal stacken wir hier auf. Kies. Ja, komm, mach mal hier voll. So, wie war das nochmal, die Verteilung? Na komm. Was ist das hier? Rot, ja. Das müsste rot sein. Jawohl. Jetzt haben wir den ganzen Stack übrig. Okay. Das Verhältnis ist halt hier weiß und rot. Ne? Wir brauchen natürlich ein bisschen mehr weiß. Ein Ring praktisch immer mehr. Das ist ein Drittel mehr. So, weiß machen wir auch noch. Ja, komm, aber kleckern wir halt ganz hier. ...64 und 10. Ja, ich weiß nicht, wie viel ein Ring ist immer hier. Das habe ich noch gar nicht rausgerechnet. Aber wir können ja ein bisschen Kies und Sand mitnehmen, ne? Das wäre auch nicht verkehrt. Moment, jetzt habe ich mich verlaufen. Wo ist denn der Sand? Da hinten. So, wir nehmen hier wieder einen frischen Stack mit. Oder warte mal, wir können den hier auch gerade mal aufstocken nochmal. Und Kies. Ja. Ja, die Kiste wird immer leerer. Ja, was mache ich hier für Quatsch? Truhenrumschubserei, Glasscheiben. Ja, da brauchen wir auch wieder ein paar. Nehme ich mal so einen Glasblock hier mit. Wie war denn das mit Glasscheiben? Das war, glaube ich, so, ne? Ja. Da kriegen wir 16 Stück raus. Ist eigentlich sehr ergiebig, wenn man mal so will. Wir machen einfach mal fast zwei Stacks oder so, würde ich sagen. Oder? Ja, doch, machen wir zwei Stack Glas noch hier. So. Einmal machen wir noch. Dann ist es ein bisschen mehr wie zwei Stacks. So, und 8. Die 8 Glasblöcklein, die legen wir jetzt wieder in die Sandkiste rein. Alles aus Sand heißt es ja zum Beispiel, ne? Ja, und Glas ist ja aus Sand. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir heute wieder Schluss. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal, euer Legolas. Tschüss.